Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Oddworld Abe's Odyssey New and Tasty. Wir befinden uns hier gerade im Menü und wollen hier auch gleich starten. Follow me. Natürlich, mache ich doch gerne. Wo sind wir denn zuletzt stehen geblieben? Ich weiß nur, 6 Parts haben wir zumindest schon mal aufgenommen und ich stehe hier. Ach so, wir sind natürlich immer noch auf der Suche. Ja, super, das fängt ja grandios an. Wir sind immer noch auf der Suche nach den, den letzten Mudokons, die hier noch irgendwo in Rapture Farms rumlungern. Die wollen wir natürlich immer noch befreien. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir da kommen und wie viele wir noch finden. Ich hoffe, wir finden alle. Das ist ja eigentlich auch mein Ziel, alle zu finden. Ja. Mudokon-Freunde. Lol, das steht da auch genau da in dieser... hier muss ich aufpassen. In dem Hinweis. Eben kurz fertig machen und warten. So. Ich werde jetzt hier nochmal... das ist ja ganz schön knapp. Zum Anfang laufen. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Boah, es ist aber auch gefährlich hier manchmal. Nein! Wirst du dich wohl benehmen, Abe? So. Ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Zuletzt habe ich, glaube ich, wann habe ich denn zuletzt gespielt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich frage mich immer... Also ich zuletzt habe gespielt, um den Satz eben nochmal kurz zu Ende zu führen. Glaube ich, vor 5 Tagen. So, aber was ich mich gerade fragen wollte, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Also, das schaffe ich never. Also manchmal sind ja so welche Fallzeichen da, ne? Dann steht da irgendwie, ja, du fällst runter. So wie, ja, hier ist jetzt gar kein passendes Beispiel da. Aber ob es da vielleicht dann noch irgendwas gibt. Ich meine, ich glaube, ja, hier genau, die Geschichte meine ich da, dieses Fallding. Da wird man wahrscheinlich dann auch wirklich sterben. Und bei dem anderen war es ja nicht. Ob das dann auch gleich bedeutet, dass man da quasi rein kann. So, schnell mal runter. Okay, hier steht man. Hier steht man sofort. Ja gut. Also ist da schon mal kein Weg. Weil vielleicht... Hallo? Vielleicht kann man sich ja auch irgendwie da so runter... ist ja gut. So runterhängen lassen. Junge, du sollst dich mal ein bisschen beeilen. Das schafft man auf jeden Fall. So. Aha. Hier lädt man schon mal und hier ist man schon mal auf jeden Fall unten. Also scheint es ja doch zu klappen. Habe ich noch irgendwelche Bomben? Kaboom. Das heißt, dann kann ich den jetzt ja nehmen und einfach mal wegspringen. Wobei, ich kann ja nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was ich ausstellen kann. Okay, so schieße ich. No! Jetzt kann ich auch gleich alle umbringen. Das wollte ich natürlich nicht. Nein, ich wollte mich nicht umbringen. So, wie kann ich mich denn jetzt hier töten? Aber die Sache ist auf jeden Fall schon mal klar, wie die Sache hier geschehen muss. Ich nehme mir einfach eine Bombe. Oh, das hat so gut geklappt mit der Bombe. Das ist echt schade. Oh. Lull? Habe ich denn noch? Ne, habe ich leider nicht mehr. Ach, da haben wir auch noch Minen, sehe ich gerade. Sehen an. Ja, freut euch halt, ey. So. So. Nice, da ist es kaputt. Help, Mommy. Ja, yeah, ja. Ich weiß jetzt ja, wie man schießt. Und, Kaboom.
So, wunderbar. Dann haben wir jetzt ja schon alles quasi fertig. Dann werde ich eben noch mal kurz allen sagen, dass sie kommen sollen. So. Alle runterkommen, alle runterkommen. Und in die... Ach so. Ja, dann warte, dann state eben kurz. Ja, stimmt, das Ding ist ja auch noch da. So. X, X. Genau, jetzt habe ich welche. Jetzt will ich eben kurz gleich durchrennen. Oh Mann, wie rennt man denn nochmal? So. So, geht mal bitte. Könnt ihr mal bitte alle folgen und hier bleiben. Genau, da, du gehst auch. So, den auch noch. Und hier bleiben. Ich glaube, ich packe hier alle nochmal so rechtssicher hin in die Ecke. Denn man weiß ja nie. So. So, wenn ich das jetzt ganz spät werfe. Uiuiuiui. Dann müsste es eigentlich klappen. So. Okay, cool. So, dann kann ich euch jetzt auch retten. Ja, warte, Moment. Danke und bitte. Hat ja wunderbar geklappt. Und da oben scheint es da noch ein Portal zurückzugeben. Oder? Wie läuft das hier? Ach so, einfach reinspringen. Cool, kann ich auch benutzen. Ja, interessant. Hat ja alles gut geklappt. Auch nicht so ganz lange gedauert. Okay, hier können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Das ging auf jeden Fall. Ach genau, was geht das hier? Das macht diese Blitzgeschichte. Ja, dann lass uns... Ne, hier ist es genau. Hier geht es nämlich auch wieder. Hier ist dieses Fallschild. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die restlichen? Ne? Bodenschrubben tut den Modokons nicht gut, stand da, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher. So, schauen wir nochmal, was wir hier so alles haben. Hier... Hä? Warte mal. Genau. Hier ist nämlich auch so ein Schild. Was heißt ein Schild? So. Ah, ne, das schafft man aber auch nicht. Das ist vom Timing her nicht schaffbar. Also denke ich mal nicht, dass da noch was sein wird. Ich finde es immer so lustig, wenn er sich da den Kopf anstößt oder was auch immer. So. Auf geht's. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ja, wir schauen einfach mal, was hier uns der Anfang noch bietet. So, vielleicht haben wir ja hier auch schon direkt den ein oder anderen Weg nach unten. So, 55 haben wir gerettet, habe ich gerade gesehen an dem Scheiß an der Tafel. Komm rein mit dir, danke. Hüpfe hoch, während du unter einem Vorsprung stehst. Ja, 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 das werden wir tun. So, eben kurz mal den Aufzug benutzen hier. Ja. 244 Mitarbeiter, die sind aber nicht alle hier, ne? Hä, wie kommt man denn in die ganzen anderen Sachen rein? In Zulag 1 und so eine Scheiße. Oder ist das nur... Ist das jetzt quasi nur, wenn ich aus der Fabrik komme, dass ich die 70 befreien muss und hier nochmal zurückkomme? Ich glaube schon, denn... Es wurde ja, als ich da mal fälschlicherweise, da war ich ja gar nicht dabei, das ist mir ja nur so persönlich passiert, weil ich ein bisschen zu weit gespielt habe. Da sind ja nur 50 Opfer da gewesen. Das heißt, das dürfte eigentlich dann auch nach den 50 dann wirklich gut sein. Okay, hier geht's anscheinend auch runter. So, hier haben wir auch schon wieder die Bombengeschichte. Die wird also dann auch ein bisschen blöd wieder sein, wegen... Ach so, hier kannst du gar nicht durchwerfen. Ey, lass mal einen Mudokon-Kollegen. Boah, ich glaube, manchmal sind sie auch zu brutal und dann töten die einfach.
Läuft. So, der ist schon mal down. Und dann muss ich jetzt hier nochmal... Hier ist auch alles in Ordnung. So. Okay, ich habe keine Bomben mehr. Dann gehe ich mal eben welche holen. Da oben sind ja welche. Habe ich eigentlich irgendwas angefangen zu erzählen und dann aufgehört? Ich glaube nicht. Das Einzige, was ich sagen konnte, ist Folgendes, ist, dass das alles gut läuft. So. So. Wir gehen jetzt hier alle mal runter. Stay hier, bitte. Genau. Dann werde ich jetzt Folgendes tun. Eine Bombe da drauf werfen. Wunderbar. Dann haben wir hier auch schon alles. Und dann... hallo? Könnt ihr mal alle kommen? So. Reicht das schon aus? Kann ich hier schon die Leute reinschicken? Yeah, 63. Das bedeutet, ich glaube, wir müssen nur noch 7 Stück. Aber wo sind die denn bitte noch? So, wunderbar, hat auch geklappt. Ist ja ein Traum, ein Träumchen ist das. Zack, und auch hier wieder rein. Das läuft von alleine. Das ist ja quasi ohne irgendwelche Zwischenfälle. So, dann lasst uns, hier sind wir gerade reingegangen, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter und gucken, ob wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Weg nach unten finden. Also jetzt haben wir ja Falltüren benutzt. Und jetzt haben wir auch noch den einen oder anderen Geheimgang gefunden, wo man einfach nur runterspringen musste. So. Ja, 7 Stück müssen wir noch in Zulag 1 retten. Wunderbar, dann haben wir echt alles geschafft. Ist ja ein Traum. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal kurz am Anfang und ansonsten gehe ich nochmal zurück und guck mal, ob wir da noch was finden. So. Ruhe. Keine Gespräche mit Mitarbeitern. Alles klar, Chef. Und rein. Da hinten läuft noch ein... Wie heißen die eigentlich, die Teile? Hat mir letztens noch jemand erzählt. Was heißt, hat mir jemand erzählt? Im Grunde genommen habe ich einfach nur so einen kleinen Bericht gesehen über... Oddworld Abe's Odyssey. Eine Spielezusammenfassung, um was es hier geht, ne, und bla bla bla. So kleine geschichtliche Sachen. Das Spiel vorgestellt und dann wurden die Teile benannt. Und jetzt ist es mir gerade eingefallen, indem ich das quasi, oder besser gesagt, wo ich gerade darüber spreche, die Teile heißen Slicks. Die bewaffneten Ungeheuer, die uns immer töten möchten. Meine ich zumindest, dass die Slicks heißen. Nee, ich bin mir eigentlich schon fast sicher. Was heißt sicher? Also sicher bin ich mir nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dem Typen vertrauen kann, der da quasi drüber berichtet hat über das Spiel und sich recht informiert hat. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein Nachgeplappere. Aber ich vertraue ihm mal und nenne sie jetzt einfach Slicks. Ansonsten, was soll's. Dann heißen die halt nicht Slicks, wenn es falsch sein sollte. So, also, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Jau, als hört ich da nicht drauf springen. So, runter und dann laufen wir hier nochmal kurz hin. Hüpferle. Und Hüpferle. Zack, hier haben wir auch wieder den Point. Ah, boah. Da ja ganz schön knapp die Geschichte. Moment, geh runter. Thank you. So, haben wir hier nicht noch irgendwo was? Nee, das macht nur, hat nur die Tür geöffnet. Und hier fliegt dann einfach nur was runter. Ja. Das ist auch nicht richtig. So, dann gehen wir mal am besten nochmal eine Etage tiefer. So. 7 Stück fehlen uns noch, also müssen ja wohl irgendwo noch welche sein. Meine Güte, man hätte auch, wenn man so einen Speedrun gemacht hätte, wahrscheinlich auch in 10 Minuten durch sein können. Aber ich bin ja, wie gesagt, immer drauf erpicht, unsere ganzen Kollegen zu retten. Die kann ich hier nicht einfach so im Stich lassen und mir dann 50 oder so oder 60 Viecher auf die Seele schreiben.
dass sie quasi wegen mir gestorben sind, weil ich sie nicht gerettet hab und zu faul war. Ne? Oder könntet ihr das? Hier ist auch dieses Runterfall-Ding. Okay. Dann schauen wir noch einfach nochmal oben, weil jetzt, ich meine, jetzt haben wir uns ja eigentlich auch gut, eigentlich recht gut umgeguckt. Hin und her gelaufen. Gibt's denn hier noch irgendwas? Runter mit dir. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's ja Richtung Lager. Wenn du entkommst, sterben alle Arbeiter dieser Schicht. Also hier ist auch nichts. Ja, ja, ist ja gut. Ja, dann lass uns einfach mal hier hin. Aua. Gehen. Eigentlich wollte ich da drauf springen und nicht jetzt da runterfallen. Vielleicht haben wir ja da noch irgendwas. Wobei es sah jetzt gerade nicht so aus. Also, Weiß man ja auch nicht, aber man sollte es am besten versuchen. Alter. Jetzt aber mal mit Bedacht. Aber ich sehe gerade, oh Gott, die Zeit, die rennt schon wieder. Meine Güte, ich muss euch leider wieder verabschieden. Wir werden uns dann quasi in der nächsten Folge darum kümmern, mal da oben zu gucken, vielleicht ist ja sogar was. Ich verabschiede mich, wir sehen uns also morgen wieder oder wenn ihr erst später dazu gestoßen seid und ein paar Folgen auf Vorrat habt, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, tschüss!